So, da sind wir wieder bei einem vermeintlichen Arzt und komischerweise waren das im letzten Teil nur knappe 8, nee, noch nicht mal 9 Minuten. Hier steht etwas drauf, was man kaum entziffern kann. Nivase HKTN Geust. Was soll das bedeuten? Ich weiß, in der Vergangenheit haben uns solche Sachen oft an der Nase herumgeführt, aber dieses Mal lassen wir uns nicht ablenken. Ja, wie gesagt, es waren knappe 9 Minuten. Ich weiß auch nicht, was mein Programm da gemacht hat. Irgendwie. Bei mir waren es 10 Minuten. Aber egal. Schauen wir uns hier. Gelber Stein erhalten. Ah, es lohnt sich hier jedes Regal abzuklappern. So, bist du ein Arzt? Hallo, wir suchen einen Arzt. Dann habt ihr ihn gefunden. Was kann ich für euch tun? Kennst du den Virus, der vor vielen Jahren auf der Erde war und fast alles ausgerottet hat? Ja, ich erinnere mich an die Geschichten davon. Wieso? Der Virus war vor meiner Zeit. Nun ja, wir haben einige Freunde, die daran erkrankt sind und suchen ein Heilmittel. Ich weiß nicht, wie man das heilt, aber in Agiltia befindet sich eine gute Ärztin, die das kann. Agiltia? Wo finde ich das? Agiltia befindet sich auf einer Insel nordwestlich von hier. Wie sollen wir da hinkommen? Das weiß ich nicht. Ihr werdet euch wohl ein Floß bauen müssen. Na gut, danke. Ach, gucke mal. Mann, ist das eine Mühe. Ja, aber das ist es. Ach so. Ja, aber das ist es doch wert. Schau mal, es gibt noch Überlebende. Der Arzt hat uns auch gerade versichert, dass wir ein Heilmittel finden werden. Alan, wie geht es dir denn gerade überhaupt? Es ist viel passiert. Nun ja, ich habe gerade mein Kind verloren. Wie soll es mir da gehen? Ich habe keine Ahnung, wie es mit uns weitergehen wird. Aber der Tod von Gerard ist genau der Ansporn, den ich brauche, um diese Queste hier hinter mich zu bringen. Wisst ihr, der Tag, an dem ich mein eigenes Kind tot in den Armen halte. Lassen wir es. Es foltert dich nur, Alan. Was ist mit diesen Augen passiert? Lass uns hier so schnell fertig machen. Mach du ruhig eine Pause, wenn du möchtest, allein. Nein, ich mache weiter. Ich will sie alle retten. Wow! Allein, du bist wirklich stark. Was war denn gerade mit denen seinen Augen? Ach, guck mal, da ist das Floß schon fertig. Mit dem Floß können wir zur Insel herüberfahren. Ja, dann mach das. Die Fahne da oben. Herrlich. So, da sind wir. Jetzt, oh. Das scheint das Haus der Ärzte zu sein. Oh, es regnet. Boah, Agiltia. Agiltia? Regnet das Örtchen. Boah, was für ein Platzregen. Vor allem ist es schon dunkel geworden. Lasst uns sofort zur Ärztin gehen. Ich hoffe, sie wird nicht sauer, dass wir mitten in der Nacht zu ihr gehen. Ah, Flammentrank. Nicht mehr um diese Uhr. Was? Will mich jetzt verarschen? Was macht ihr denn jetzt hier? Hallo? Hä? Was machen die? Irgendwie hakt gerade meine Steuerung, Freunde. Das scheint ein Hotel zu sein, kann das sein? Und das da sollen das Betten sein? 56 Kronen halten. Ja, sorry, aber irgendwie hatte da gerade meine Steuerung ein wenig gehakt. Sieht mir nach Schmutzwäsche aus. Ihhh. Sitzt da ein Typ? Das sieht so aus wie ein Typ, der da sitzt. Ein großes Lager Mottenkugeln. Geht's da hoch? Ja. Hey, Alex, ist das was für dich? Nein, danke. Ich lese keine Liebesromane. Das war auch ironisch gemeint, du Volldepp. Eben noch so todtraurig über seinen Sohn und jetzt macht er schon wieder Witze. Roter Stein erhalten. Wofür auch immer er gut ist. Nur. Was? Shakespeare? Und andere nichtssagende Autoren. Ach, Shakespeare! Oh, nein! Shakespeare! Oh Gott! Ah, nein! Ich heiße nicht Slutko und ich war auch nicht bei Big Brother. Der gute Mann heißt Shakespeare. Ach du Scheiße.
Der gute Shakespeare. Gott hab ihn selig. So, aber was sollen wir jetzt hier? Scheiße. Hoffentlich hat das jetzt hier keiner mitbekommen. Magisches Wasser erhalten. Ursprünglich sollte das wohl mal Socken sein. Was ist es jetzt? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Ja, aber was sollen wir hier? Es ist mir zu hoch. Wir gehen hier wieder raus. Ja, und ich möchte es auch nochmal dazu sagen, liebe Leute, das hier ist ein Blind Run für mich. Blind Run heißt im Prinzip, ich weiß überhaupt nicht hier, wo es lang geht. Wie man hier auch gerade wieder festgestellt hat. ja. Nicht mehr um diese Uhrzeit. Hallo? Wo ist denn jetzt dieses verdammte Haus der Ärztin? Da, das könnte es sein. Es ist abgeschlossen. Natürlich ist es das. Viel zu gefährlich, sie unverschlossen zu lassen. Ja, du hast recht. Was ist denn da drinnen los? Los, brechen wir die Tür auf. Oh Gott, wie putzig. Was ist hier geschehen? Derek, mein Name. Erstmal wieder alles untersuchen. Sieht mir nach Arzneibüchern aus. Ich verstehe nur nichts davon. Wer? Oh, da oben stehen welche. Guten Tag, Derek hier. Was ist denn hier los? Frau mit Messer. Du Schlampe! Du hast mir meinen Freund rumgemacht! Eine Ärztin? Nein, das habe ich nicht! Lügnerin! Hey! Was soll denn das? Mord ist doch keine Lösung! Genau wie Drogen. Wie geil! Was mischst du dich hier ein? Jetzt kommen noch zwei. Nichts wie weg von hier! Moment mal, ist doch die Ärztin ab? So, warte doch! Nimm das Messer runter! Ihr beiden müsst der Frau folgen, ich komme zurecht. Was machen jetzt? Knutschen jetzt rum? Komm schon, nimm das Messer runter. Ich will dir nichts tun. Nein, ich nehme das Messer nicht herunter. Tu das nicht. Du hast es so gewollt. Boah, was geht? Tut mir leid, es ist dumm, dass es so weit kommen musste. Boah, heilige Scheiße. Und? Habt ihr sie noch verfolgen können? Ja, man weiß sie nicht. Sie war schon weg. Ausreden, du warst nur zu lahm. Wie lief es bei dir? Ich musste sie töten. Schrecklich. Lasst uns schnell die Ärztin finden. Boah. Heilige Mutter Teresa. Knallt er dir einfach da ab mit dem Messer, ey. Und wieso ist es jetzt schon wieder Tag? Eben war es doch noch Nacht. Was geht hier ab? Ach du liebes bisschen. Kleiner Trank erhalten. Also ich muss hier wirklich alles abgrasen, ey. 47 Kronen erhalten. Ja, ihr Lieben, das, auch wenn es nervig ist, aber ich möchte am Ende so viele Punkte wie nur möglich haben. Kein gutes Buch dabei. Boah, aber eine nette Pflanze. Dreckiges Geschirr. Kein gutes Buch dabei. So, dann gehen wir mal hier. Hier ist ja jemand belesen. Ja, allerdings, ey, Haufen von Büchern. Hier befindet sich ein Atlas. Allerdings ist er nicht mehr aktuell. Woher weiß er das? Kann er im Windeseile die Bücher lesen, oder was? Nichts, was mich interessiert. Ein weiteres Exemplar von Shakespeare im Hof. Ach, guck mal, wie er es jetzt hat. Shakespeare. Hat das eben auch so geschrieben? Ich weiß es nicht. So, gehen wir mal rüber zu diesem komischen Typen. Hallo. Hallo, ich rede mit dir. Ey. Hallo. Hallo. Ach, guck mal. Der Thomas. Gibt es was ich für euch tun kann? Genau das gleiche wollten wir dich gerade fragen. Nein, es gibt nichts, wobei ich Hilfe gebrauchen könnte. Was sind das eigentlich für Umweltkatastrophen, die hier im Moment umgehen? Nun ja, es sind so... Niemand weiß es genau. Eines Tages gab es einen Knall, der die Welt einmal umrundete. Anschließend ging es auch hier los. Wir sind aber relativ verschont geblieben.
das vibriert gerade wieder. Dann ist es ja nochmal gut. Ah, das war gerade mein Handy. Ich hab's schon auf lautlos und trotzdem vibriert das wie sonst noch was. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. So, hier. Oh, Mohlbinde erhalten. Können wir da auch was? Nein, da können wir nichts. Ja, also. Ein nichtssagendes großes Haus. Schnell wieder raus. So, wer ist das da oben? Oh, ihr Lieben, ich sehe gerade. Jetzt aber, die 10 Minuten sind erreicht. Wir sprechen jetzt gleich mal mit der komischen Frau da oben. Seid also gespannt, wie es weitergeht bei meinem Let's Play. Bis dahin, Ende über 18. Adieu.